überquert man einen Ozean ohne zu fliegen? Genau diese Frage haben wir uns bei unserer Weltreise gestellt und ein ungewöhnliches Verkehrsmittel ausprobiert. Wir sind Sebastian und Leo vom Reiseblog 12 frei und wir haben die Erde umrundet, ohne ein einziges Flugzeug zu nutzen. Über Land funktioniert das gut, denn überall gibt es Züge oder Busse, mit denen man von einem Ort in den nächsten reisen kann. Wir sind zudem per Anhalter gefahren, mit dem Fahrrad oder gelaufen. Was aber macht man, wenn man das Meer überqueren möchte? Schaut man auf eine Weltkarte, so ist die Entfernung zwischen Asien und Amerika gigantisch. Und wir fragten uns, fahren da überhaupt Schiffe? Gibt es vielleicht so verrückte Menschen, die diese Strecke mit einem Segelboot zurücklegen? Nach einiger Recherche war klar, so verrückte Menschen gibt es. Allerdings nicht im November, als wir über den Pazifik wollten. Denn Segelschiffe fahren bestimmte Routen nur in bestimmten Monaten, abhängig von den Winden. Das hatten wir nicht bedacht. Segeln funktionierte deshalb für uns leider nicht. Wir entschieden uns deshalb für ein Containerschiff. Es war leichter als gedacht, ein Ticket zu bekommen. Unsere größten Sorgen vor dem Ablegen des Schiffs waren ein schlimmer Sturm und die Langeweile an Bord. In diesem Video erzählen wir dir, wie wir auf das Containerschiff gekommen sind und was wir eigentlich die ganze Zeit an Bord gemacht haben. Außerdem erzählen wir dir, wie du selber auf einem Containerschiff mitfahren kannst. Jetzt nehmen wir dich erstmal mit zu unserer Pazifiküberquerung. 20 Monate reisen wir bereits mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch Asien, als wir die Ostküste Chinas erreichen. Der Pazifik liegt vor uns. Mit Bus und Bahn kommen wir nun nicht mehr weiter. In den letzten Monaten haben wir uns deshalb Gedanken darüber gemacht, wie wir übers Meer kommen können. Wir werden den Pazifik auf einem 300 Meter langen Containerschiff überqueren. Es ist ein eisiger Novembermorgen, als uns Sunny zum Containerterminal fährt. Ein Hafenagent wird uns durch den Ausreiseprozess begleiten. Nachdem alle Formalitäten erledigt sind, bringt er uns durch das riesige Hafengelände zu unserem Schiff. Einerseits groß, aber andererseits auch ziemlich klein sieht unser Schiff Jack Joseph aus, als wir es zum ersten Mal sehen. Kräne heben Container aufs Schiff hinauf und andere wieder hinunter. Am Hafen herrscht eine Betriebsamkeit wie in einem Ameisenhaufen. Mit Sicherheitshelm auf dem Kopf und Kamera in der Hand laufen wir in Richtung Gangway. Über diesen etwas wackeligen Aufgang steigen wir ein. Jetzt geht's also wirklich los. Von der Crew werden wir freundlich in Empfang genommen. Wir sind überrascht, dass hier auch zwei Frauen als Seefahrerinnen arbeiten. Die ersten Stunden an Bord sind aufregend, denn überall gibt es was zu sehen. Lange beobachten wir die Hafenaktivitäten vom Schiffsbalkon aus. Als wir nach dem Abendessen auf die Brücke gehen, staunen wir nicht schlecht. Wir haben das Ablegemanöver glatt verpasst. Die Skyline Qingdaos leuchtet in der Ferne und vor uns liegt die Dunkelheit. Am nächsten Morgen sind wir nur noch von Wasser umgeben. Unsere Pazifiküberquerung hat begonnen. 18 Tage wird die Überfahrt von Qingdao in China nach Manzanillo in Mexiko dauern. Unser Tagesrhythmus orientiert sich an dem der Crew. Frühstück gibt es um 7 Uhr, Mittagessen um 12 Uhr, Abendessen um 6 Uhr. Langweilig wird es uns nicht, denn es gibt viel zu entdecken und dank der netten Crew stehen uns fast alle Bereiche des Schiffs offen. Täglich besuchen wir die Brücke, stellen Fragen rund ums Schiff und das Leben an Bord. In Begleitung des Chief Engineers besichtigen wir den Maschinenraum und bestaunen die riesigen Motoren. Bei gutem Wetter spazieren wir an Deck und halten nach Tieren Ausschau. Ab und zu nutzen wir das schiffseigene Fitnessstudio, um ein bisschen Sport zu machen oder spielen Tischtennis mit der Crew. Wir arbeiten an unserem Blog oder schreiben Tagebuch. An den ersten Tagen ist das Meer so ruhig, dass wir kaum spüren, dass das Schiff in Bewegung ist. Doch als wir hinter Japan auf den offenen Pazifik fahren, wird das anders. Meine größte Sorge eines schlimmen Sturms tritt zum Glück nicht ein, doch beginnt das Schiff schon bald zu rollen und schwankt ordentlich von rechts nach links und von hinten nach vorne. Zwei Tage ist mir flau im Magen, aber so richtig seekrank werde ich zum Glück nicht. Sebastian macht das Geschaukel nichts aus. Er scheint sich eher darüber zu freuen.
Langsam, aber sicher nähern wir uns dem amerikanischen Kontinent. Nach 2 Wochen umgeben nur von Wasser gehen wir aufgeregt ins Bett. Morgen früh sind wir in Mexiko. Als wir aufwachen, ist tatsächlich Land in Sicht. Wir haben das Ziel unserer Fahrt erreicht. Monsterwellen haben wir zum Glück keine erlebt, aber an einigen Tagen war mir trotzdem ziemlich schlecht. Jetzt, mit festem Boden unter den Füßen, würde ich aber trotzdem sofort wieder auf einem Containerschiff mitfahren. Doch wie kommt man nun auf so ein Containerschiff? Um es direkt vorwegzunehmen, die Zeiten des Anheuerns sind leider vorbei. Man kann nicht einfach an Bord gehen und dort arbeiten und dafür kostenlos mitfahren. Inzwischen kauft man ganz unromantisch ein Ticket. Das kannst du entweder direkt bei der Reederei machen oder bei einem darauf spezialisierten Reisebüro. Auf den Websites siehst du die zur Verfügung stehenden Routen, die du entweder komplett buchen kannst oder dir eine Teilstrecke aussuchst. Auf unserer Weltumrundung sind wir 2-mal auf einem Containerschiff mitgefahren. Bei unserer Fahrt über den Pazifik haben wir unsere Tickets bereits ein Dreivierteljahr vor Abfahrt gekauft. Wir wollten unsere Plätze unbedingt reservieren, da es an Bord nur 4 Passagierkabinen gibt. Bei unserer zweiten Fahrt über den Atlantik hatten wir nur 4 Monate Vorlauf. Wenn du zeitlich flexibel und nicht durch die Gültigkeitsdauer deines Visums eingeschränkt bist, kannst du auch nur wenige Wochen vor Abfahrt buchen. Jetzt hast du dein Ticket für die Überfahrt. Aber was erwartet dich nun an Bord? Wir waren ganz gespannt darauf, wie wir untergebracht sein würden. Bei beiden Containerschifffahrten hatten wir eine hübsche Kabine mit eigenem Bad. Nur in einer Außenkabine hast du garantiert freie Sicht aufs Meer. Bei uns war der Ausblick durch Container versperrt. Das war aber nicht so schlimm, denn von der Brücke aus hatten wir sowieso den besten Rundumblick. Gegessen haben wir gemeinsam mit der Crew, die gerne Gerichte aus ihrer Heimat isst. Auf dem Pazifik saßen wir alle gemeinsam an einem langen Tisch. Im Preis inbegriffen sind Frühstück, Mittagessen und Abendessen sowie kleine Snacks zwischendurch. Und zum Geburtstag gab es für Leo sogar einen Kuchen. Die Reisedauer ist abhängig von deiner gebuchten Strecke. Auf dem Pazifik waren wir 18 Tage unterwegs, auf dem Atlantik 14 Tage. Die Reisezeit hängt auch von der Anzahl der Zwischenstopps ab. Stoppt das Schiff an einem Hafen, kannst du normalerweise von Bord gehen. Die konkrete Situation hängt jedoch von Land- und Hafenbehörde ab. Kläre im Voraus, zu welcher Tageszeit das Schiff anlegen wird, denn nachts macht ein Landgang meist keinen Sinn. Containerschiffe legen in der Regel nicht am Stadthafen an, sodass du Zeit für eine Taxifahrt ins Zentrum einplanen musst. Passt alles, lohnt sich so ein Tagesausflug aber durchaus. Mittlerweile gibt es an Bord Internet, aber verglichen mit den Preisen an Land ist es ziemlich teuer. Wir haben es vor allem genutzt, um ab und an ein Lebenszeichen nach Hause zu schicken. An Bord der beiden Containerschiffe hatten wir tatsächlich das einzige Mal auf der ganzen Reise einen Jetlag. Jeden zweiten Tag kamen wir in eine neue Zeitzone und die Uhr wurde 1 Stunde vorgestellt. Wenn der Wecker zum Frühstück klingelte, waren wir oft noch todmüde. Damit jeder wusste, welche Zeit an Bord gerade galt, gab es zur Mittagszeit eine Durchsage. Attention all crew and passengers, attention all crew and passengers. Today's ship's clock will be advanced by 1 hour. I repeat, today's ship's clock will be advanced by 1 hour at 1500. Thank you and good appetite. Die beiden Containerschifffahrten gehören für uns zu den Highlights unserer Reise. 3 Jahre lang sind wir um die Erde gereist und haben dabei aus Gründen der Nachhaltigkeit auf das Flugzeug verzichtet. Doch passen Nachhaltigkeit und Containerschiffe überhaupt zusammen? Wir waren erst einmal unsicher, denn auch wir kennen Bilder von schwarzem Rauch, der aus Schiffsschornsteinen aufsteigt, und wissen von dreckigem Schweröl, welches als Treibstoff genutzt wird. Wäre es vielleicht sogar nachhaltiger, den Pazifik in einem Tag zu überfliegen, als ihn in 18 Tagen mit einem Containerschiff zu überqueren? Bei unserer Containerschifffahrt zwischen China und Mexiko sind pro Person etwa 50 Kilogramm CO2 angefallen. Bei einem Direktflug auf derselben Strecke wären es laut der Plattform Atmosphere in etwa 4000 Kilogramm gewesen, also ganze 80 Mal mehr. Das liegt daran, dass ein Linienflug nur für die Passagiere in die Luft geht, während auf einem Containerschiff Tausende von Containern transportiert werden und die Passagiere nur zusätzlich mitfahren.
Zum Thema Reisen auf Containerschiffen haben wir auf unserem Blog 123frei.com einen Guide veröffentlicht, in dem wir weitere Fragen zu Containerschifffahrten und nachhaltigem Reisen beantworten. Und sollte trotzdem noch eine Frage offen geblieben sein, melde dich gerne bei uns. Wir wünschen dir viel Spaß bei deiner eigenen Containerschifffahrt. Schön, dass du heute dabei warst. Tschüss! Tschüss.